Wir haben hier einfach ein Blech gebogen, Millimeter Blech Alu, leicht gekantet, mit ein bisschen Freihand. Das sind jeweils 2 Meter Bleche und nochmal ja, so 12, 13 Zentimeter. Drunter sind, naja, eine ganze Tube Sikaflex. Wir hatten noch einen Rest schwarz. Und dann haben wir eine neue angefangen, mit weiß, egal. Gleicher Hersteller, Sikaflex 221. Ich wollte ja Stickersil drunter machen auf der einen Seite, aber das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Jetzt haben wir das komplett mit Sikaflex verklebt und ich denke, das wird halten. Wenn nicht, reißen wir es halt wieder runter, machen es nochmal neu. Ich wollte keine Löcher bohren, um das Blech ein bisschen zu verschrauben, weil jedes Loch bedeutet wieder eine Stelle, wo es vielleicht irgendwann reinzillt. Darunter ist eine Leiste mit Keder oder war eine Leiste mit Keder. Die Kederdichtung, naja, war nicht mehr so richtig vorhanden. Das hat mein Vorbesitzer in den letzten Jahrzehnten irgendwann einmal zugeschmiert alles, aber das hat halt über Jahre nicht gehalten. Ich wünsche euch was.